für meine Melodie. Musik fürs Herz. Hallo, grüßt euch. Ja, soweit so gut. Nach dem Wetter auf jeden Fall dementsprechend richtig sonnig. Richtig sonnig und nervös? Noch nicht. Das wird wahrscheinlich nachher dann kommen, bevor ich kurz bevor ich auf die Bühne muss. Mit was kann man bei dir heute rechnen? Du hast eine außergewöhnliche Stimme und einen außergewöhnlichen Stil. Was kommt hier? Ja, ich werde auf jeden Fall heute erstmal mit meiner ersten Single rausgehen, mit Alles dreht. Wird natürlich modern werden im deutschen Bereich aber und deswegen bin ich in dem Moment momentan noch einzigartig im deutschen Bereich und im Stil von Tayo Cruz. Aber ich hoffe, dass ich auch einzigartig bleibe in der Richtung. Aber ich denke mal, ich werde heute eine ganz, ganz gute Mischung machen, dass für jeden was dabei ist. Sehr zuversichtlich. Hoffe ich doch, da kommt was. Ja, bin ich gespannt auf dich, Michael. Ich habe da mal so vernommen, du bist eigentlich seit 15 Jahren im Business, ist das korrekt? 17. 17, meine Güte, schon alter Stand, hä? 17 Jahre im Business, aber in der Form, wie du jetzt auftrittst, noch nicht so lange. Nein, ich habe zwar damals, wo ich mit 12 das erste Mal auf den Bühnen angefangen habe, war ich zwar bis 16 schon alleine auf der Bühne, aber das ist ja, dann, da lagen jetzt 10 Jahre dazwischen. Und jetzt vor 2 Jahren musste ich dann im Prinzip wieder ins kalte Wasser und los ging es alleine. War natürlich für mich erstmal wieder eine Riesenumstellung nach 10 Jahren, aber ich musste innerhalb natürlich dank meines Mentors, von dem ich viel gelernt habe, innerhalb von einem Jahr auf die Beine kommen. Und durfte in der Zeit erstmal viel lernen, habe auch viele Erfahrungen sammeln dürfen. Und wer ist denn der scheinbar harte Mentor? Harte und super Mentor ist Uwe Hübner. Bekannt seit der Hitparade? Genau der. Wie hast du dir denn den geangelt? Du, ihn oder er? Er hat mich geangelt. Ja. Da wird geangelt? Ja, der hat mich damals eben in meinem Ex-Duo-Projekt, wurden wir empfohlen ihm und er hat sich uns angenommen und uns angehört und fand uns klasse. Und so kam ich eigentlich zu ihm und bin jetzt da solo auch bei ihm unter Vertrag geblieben. Dann bist du beim Uwe jetzt der Einzige. Du bist sein Schützling und da hat er sonst nichts, ein paar Auftritte, Moderationen, aber sonst bist du sein Geschäft. Momentan ja. Das hört sich doch richtig toll an. Klar. Schönes Gefühl. Michael, ich habe mit deiner Mama gesprochen. Ich sage nur eins, Helene Fischer. Gibt es denn einfach die Mama Helene Fischer oder hast du auch eine persönliche Liebe, Helene Fischer? Ich glaube, wenn wir jetzt von der Sängerin sprechen würden, würde ich sagen, wer liebt sie nicht? Also die ist ja eigentlich, da gibt es keine Geschmacksfrage, die ist einfach super und genial. Da gibt es einfach, es kann nicht sein, dass jemand sagt, die mag ich nicht. Gibt es nicht, die ist einfach klasse. Selbst wenn man keinen Schlager mag, ist es einfach klasse, was sie macht. Ja, meine Mutter heißt genauso. Helene Fischer ist natürlich immer super, wenn man sagt, ich bin der Sohn von Helene Fischer. Denken erstmal alle, wie kann das sein? Die ist doch genauso alt wie du. Die sieht nur so jung aus. Sie hat mir gesagt, sie habe dich geduldig erzogen. Du bist ein geduldiger Mensch und hältst das Wort. Kann man dich so beschreiben? Ich bin auf jeden Fall einer, der das Wort hält und sehr ehrlich. Ob ich geduldig bin? Naja, wenn ich irgendwas nicht erwarten kann, geduldig nicht unbedingt. Aber ich bin schon anständig erzogen. Ja, jetzt kannst du ja langsam ruhig. Du bist am Höhepunkt schon bald, hoffe ich, von deiner Karriere. Das kommt ja jetzt, der Durchbruch soll jetzt da einfach kommen. Du bist verheiratet. Kinder? Eins Kinder. Also ich werde hiermit bestimmt die Frauenherzen brechen, hier im Flumserberg. Okay, gibt's. Die sollen ja nicht kommen, um mich zu lieben, sondern um mich zu mögen und meine Musik zu mögen. Was ist das für eine Aussage? Also besser kann man es nicht sagen. Und die Musik lieben, sage ich mal. Natürlich, dein Stil. Also wirklich sehr gespannt bin ich da drauf. Jetzt gibt's eine CD von dir. Ja klar, meine erste Single ist seit 15. Juni auf dem Markt. Juni, ich verwechsel das nochmal. Auf dem Markt und heißt Alles dreht. Alles dreht, wie auch deine Single. Mit dieser wirst du heute auftrumpfen nehmen. Natürlich. Und dann hast du hier dein Open-Air-Festival hier in den schönen Schweizer Bergen, Schweizer Bergluft. Wie geht's morgen weiter? Kannst du das genießen oder? Also heute ist erstmal absolute Premiere hier in der Schweiz. Für mich so, also ja, nee, solo nicht unbedingt, aber für meine Single Alles dreht. Ja, genießen nicht. Ich muss heute Abend wieder zurückfahren, nach meinem Auftritt geht's wieder ab nach Deutschland.
obwohl ich sie ja schon richtig schön finde. Aber jetzt Schweiz, dann Deutschland und dann Olympische Spiele in London. Bist du nervös? Ja, natürlich bin ich nervös. Also, und wie nervös ich bin. Wie schon vorher mal gesagt in einem anderen Interview, ich weiß noch gar nicht, was ich da machen soll. Also ich hab nur den Auftrag bekommen, Buchung, ich soll da singen. Aber ich fahre halt jetzt einfach mal hin, nimm eine gute Auswahl mit und lass mich einfach mal überraschen, was da auf mich zukommt. Ich denke, das ist immer das gesündeste und beste Rezept. Jetzt, ich war auf deiner Homepage natürlich selbstverständlich, habe mich da so erkundigt und dann habe ich da einen Ausschnitt gesehen. Freddy Broder scheint nicht nur ein sehr großer Fan, sondern ein enger Freund von dir zu sein. Ja, ich kenne ihn. Also mittlerweile echt ein sehr guter Freund geworden. Natürlich bin ich ihm total dankbar, dass er mich auch für solche riesen Veranstaltungen auch bucht. Ich hoffe, es hat auch mit meiner Qualität zu tun, nicht nur mit der Freundschaft. Aber ist ein super Kerl, super Typ. Freddy muss man einfach mögen. Deswegen ist er auch ein guter Freund von mir. Das werde ich natürlich dem Organisator so weitergeben. Das wird ihn bestimmt freuen. Wie auch natürlich, du wirst natürlich dich auch ab seinen lieben Worten auf deiner Homepage gefreut haben. Also der hat ja nur mal gewartet, bis man dich entdeckt. Und dann der harte Mentor Uwe. Ja, so soll es ja sein. So kommt das Leben. Und jetzt, was gibt es denn nach den Olympischen Spielen? Mal Urlaub oder geht es da hart weiter? Ich wollte eigentlich Urlaub machen. Wir haben 7 Tage geplant. Die sind jetzt gekürzt auf 5 Tage. Wir mussten immer wieder, kam was rein. Und wir konnten nicht, es sind wichtige Sagen, die man nicht absagen kann. Und das ist eigentlich gut, aber auch schlecht, weil ich dafür keinen Urlaub nicht mehr wirklich habe. 5 Tage sind schon sehr kurz. Aber ich versuche die 5 Tage zumindest mal zu genießen. Mit der Familie? Ja klar. Natürlich, die ist doch schön.